Hallo Leute und willkommen zurück zu Dr. Care's Family Practice. Wir starten mit Kapitel 2 und sind jetzt in der Medizinabteilung des Aquariums. Cape May, lasse jeden Wissenschaftler zahlen, okay? Ach du meine Güte! Wow, das ist echt klasse. Ich bin so froh, dass wir hier sind. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es im Cape May Aquarium so eine Artenvielfalt gibt. Und du hast noch nicht einmal die Hälfte gesehen, Liebes. Darf ich vorstellen, das ist Chira, unser Hector-Delfin-Weibchen. Sie ist im 10. Monat schwanger. Dann muss sie kurz vor der Entbindung stehen. Sie sind nie länger als 11 Monate trächtig. Wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Dann sind Sie also die Direktorin? Entschuldige, aber du bist? Lisa Fox? Mutter, du kennst doch Lisa. Hm? Oh ja, natürlich, entschuldige. Du bist so groß geworden, ihr beide. Warum beginnen wir nicht mit der Einführung und dann gehen wir etwas essen? Okay. So, lasse jeden Wissenschaftler zahlen. Der sieht ja witzig aus. Okay, wieso geht das hier auch ohne Zahlen? Ach, wahrscheinlich, wenn die total sauer sind, ne? Aber gut. Och, Chira, was kann man denn mit dir Tolles machen? Du bekommst erstmal, was ist das? Irgendeine Creme? Ist das für einen Ultraschall? Behandle die wunden Stellen. Ach so, Ultraschall, nee. Wir sind gerade im Maul von Chira, aber okay. Gut, so, da sind Mundschutz und Handschuhe. So, da kann Lisa mal sauber machen. Was ist das denn hier Schönes? Was kann man damit machen? Achso, ich dachte, das wäre ein Minispiel. Aber gut. So, Karl, ich habe dich gehört. Dahinter, Lisa, versteckst du dich. Und wir haben einmal den Mundschutz für dich. Yay! Wie sie sich freut. Awesome. So, Stern Nummer 1 haben wir schon. Ach, wie wunderbar. So, was kann ich dir jetzt bringen? Einmal die Handschuhe. Yay! Die ist ja bescheuert. Oh, eine Schildkröte. Wie süß. Hier, bitteschön. Damit behandeln wir die Stellen im Maul der Schildkröte. Dieses Geräusch, wie geil. Ach, oh, schicker Typ. Was kann ich dir bringen? Einmal dieses Gerät. Ich weiß nicht, was ist das? Für die Ohren, für die Augen? Weiß es nicht. Hier machen wir eine Kombo. So, für dich sind einmal die Handschuhe. Awesome. So, hätten wir geschafft. 3 Sterne haben wir auch. Lisa, aufräumen. Es ist so schön, dass du mitgekommen bist. Ich hoffe, unsere Klinik geht nicht den Bach runter mit Crystal und Jack. Aber die haben das bestimmt ganz gut im Griff. Und zur Not ist doch der Arthur auch noch da, oder? Der ist ja der Überprofi. Süß. Leute, ich habe wirklich in meinem ganzen Leben, und ich bin 31 Jahre alt, ich habe noch nie einen Delfin gesehen. Also, nicht mal im Zoo. Wirklich, noch nie. Ich weiß nicht, ist das schlecht? Nee, eigentlich ist es total egal, ne? Aber in freier Wildbahn, wie gesagt, habe ich den nie gesehen. Und in so Zoos oder Delfinarien war ich nie, auch als Kind nicht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal einen Delfin gesehen? Schreibt es mal unten rein, wenn ihr noch keinen gesehen habt. Interessiert mich mal, ob ich da relativ alleine bin. Wie war dein erster Tag? So beeindruckend. Ich kann es gar nicht glauben, was du aus dem Aquarium gemacht hast. Ach, man muss sich einfach nur voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren. So wie du das in der Arthurs Klinik tust. Es ist jetzt meine Klinik, Mutter. Hm? Oh ja, natürlich. Vermietet Firmenwohnungen für die Mitarbeiter, die extra hierher gezogen sind. Ich konnte eine Wohnung für euch reservieren. Warum richtet ihr euch nicht kurz ein und dann lade ich euch zum Essen ein? Das ist schon okay, Miss Kers. Ich muss noch etwas Persönliches erledigen. Ach so, wie du möchtest. Ah, sie geht jetzt auf die Suche nach ihrer Mama. Ach, heute kam Sharon Stepford vorbei, Emilys Nachbarin. Ach, die... Sie will ihren Yorkshire-Terrier zur nationalen Hundeschau anmelden und hat gefragt, ob wir ein Platin-Paket für die Gesundheitspflege und Fütterung haben. Lol, vielleicht sollten wir uns eins ausdenken. Alles Liebe.
Komm jetzt doch, Liebes. Wir haben eine Reservierung. Es ist Jack. Ich melde mich nach dem Essen bei Ihnen. Aber die Mutter ist doch irgendwie... Irgendwie finde ich die komisch. Also ist ja nett hier mit Wohnung und Pipapo und zum Essen einladen, aber... Ja, ich weiß nicht. Achte darauf, dass niemand weniger als zwei Herzen hat, okay? Sollte machbar sein. 970 Taler haben wir. Erstmal das günstigste, damit das Auffüllen schneller geht. Moment. Ach, ich kann auch beides kaufen, ne? Ich habe nämlich gerade gesehen, dass das hier noch günstiger ist. So, 170, das war's. Na komm, dann stocken wir direkt mal auf. Ist ja noch nichts hinzugekommen. Also, für dich sind die Handschuhe. Und ich glaube, da machen wir mal eine Kombo. So, dann ist für dich hier die wunderbare Salbe. Und Moment, erstmal kassieren. So, dann bekommst du dieses Ding. Und die komische Frau, die sich immer so freut, bekommt die Handschuhe. Yay! Oh, geil, ich kann bezahlen. So stehe ich auch immer in der Kasse, wenn ich was Tolles gekauft habe. Ja, ich freue mich. So, Handschuhe für dich können wir gleich auffüllen. Sogar zwei Entzündungen, das ist nicht gut. Kleine Schildkröte. So, Trolla, was willst du? Ich würde hier nämlich gerne dann eine Dreier-Kombo machen. Yeah, ich habe meine Handschuhe bekommen. Ich bin so happy. Fantastic. So, du bekommst das komische Dingen. Du gehst hier hin, Lisa, und machst das Ganze hier trocken. Der sieht auch so witzig aus. Ach ja. So, das ist für dich. Was willst du? Du willst die Salbe. So, auch zwei Entzündungen. Sehr merkwürdig, dass sich hier immer der Mundraum der Tiere entzündet. Vielleicht sollte man mal die Wasserqualität oder so prüfen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Aber gut, so komm, auffüllen und da ist der Tag auch schon wieder vorbei. Du bekommst das Augen- oder Ohrendings. Was auch immer. Yay! So, geschafft. Oh, ich hoffe, man sieht jetzt auch mal die Wohnung oder das Essen mit der Mutter. Das finde ich ja immer so schade, habe ich ja schon gesagt, dass man sowas irgendwie nie sieht oder sehr, sehr selten. Nein, bis jetzt sieht man noch nichts. Ach ja, war ja auch eine Prüfung. Sieh nach Shira und triff eine Entscheidung. Oho. Wurde Shira hier gezüchtet? Nein, sie wurde versehentlich von Fischern verletzt und daher zu uns gebracht. Wir fanden dann heraus, dass sie schwanger war. Glücklicherweise waren ihre Verletzungen nur oberflächlich. Aber Sie haben erwähnt, dass die Schwangerschaft problematisch ist? Ja, das habe ich wohl getan, nicht wahr? Es gibt eine Sache, die ich nicht erwähnt habe. Shira erwartet Zwillinge. Kommt das nicht unglaublich selten vor und kann gefährlich sein? Sie ist sehr träge, was in bestimmten Maßen bei einer Delfinschwangerschaft nicht untypisch ist. Aber es beunruhigt mich, dass sie ihr Gewicht verliert und täglich schwächer wird. Wirst du mir helfen, sie und ihre Kälbchen zu retten? Deswegen bin ich hier. Jetzt so, nö, ich habe keinen Bock, dir zu helfen. Ich bin einfach nur just for fun da. So, was haben wir denn hier unten? Infusionsbeutel? Ja, ne, gehe ich mal von aus. Gut, gut, sieh nach Shira. Viermal müssen wir das machen. Die wird sich ja dann hoffentlich melden. So, bitteschön, mein Lieber. Kannst du direkt hier selbstständig Blut infusionieren? Müssen wir da was machen? Nee. Also, die nehme ich mit. Dann, Moment, machen wir das erst so. Dann kassieren wir. Dann bekommst du die Salbe. Awesome. So. Huch, warum hat das... Was war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, das ist auf jeden Fall für dich. Und dann gucke ich mal eben, wie es Shira so geht. Dann kassieren wir. Und für dich ist der Mundschutz. Dann fülle ich da wieder auf. Lisa, kannst direkt zwei Stationen hier sauber machen. Sharp. Ich hoffe, dass ich jetzt trotzdem hier die drei Sterne bekomme. Nicht, dass ich das jetzt vergeigt habe gerade. Ich wollte eigentlich kassieren bei ihm, aber gut. Jetzt warten wir auf eine Kombo. Jetzt hat es funktioniert. Ich habe wahrscheinlich wieder merkwürdig über den kompletten Monitor gezogen. Ach ja, doch, drei Sterne haben wir doch schon. So, Lisa, ich gehe mal eben zu dir, Shira. Dann hätten wir das nämlich auch soweit erledigt. Und du bekommst dieses Ding. Ach, mir fällt gerade ein, wir könnten auch mal gleich am Ende der Folge in unser
in unsere Tierpension reinschauen. Wir haben da ja unseren wundervollen Hund, der schon total lang alleine ist, vermutlich schon verhungert oder sonst was. Achso, sauber machen natürlich. Und einmal Mundschutz für dich. Also bis jetzt ist es ja noch einfach. Ich überlege gerade, da unten kommt definitiv noch was hin. Und ich glaube, hier rechts neben dem Mundschutz auch noch. Da oben vielleicht auch, ich weiß nicht. Yay, bezahlen! Ja, ich weiß, du freust dich. So, sehr schön. Lisa, du bist dran. Jetzt kommt die Entscheidung, Leute. Ich bin gespannt. Shira erkennt dich schon. Delfine sind beeindruckende Tiere. Ich wollte sie schon immer in der freien Natur studieren. Ha, witzig, freie Natur hier, oder was? Die Gefangenschaft ist sicherlich nicht einfach für sie. Schließlich hatte sie vor nicht allzu langer Zeit noch die ganze Küste für sich. Da sie verletzt und schwanger war, als sie gefunden wurde, denke ich, dass ein sicherer Ort jetzt besser für sie ist. Aber du hast schon irgendwie recht. Ja, und Amy hat eigentlich auch recht. Ich meine, wenn sie verletzt ist, ne? Ich gehe ja davon aus, dass sie die am Ende freilassen werden. Es ist schon schade, dass ihre Kälbchen vielleicht nie erfahren werden, wo sie eigentlich hingehören. Okay, Lisa, es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Shira scheint sehr schwach zu sein. Wir müssen herausfinden, was nicht mit ihr stimmt. Schwangerschaft oder Gesundheit? Worauf soll ich mich zuerst konzentrieren? Ja, ich würde mal sagen, die generelle Gesundheit. Oder? Oder gehen die ungeborenen Delfinkälbchen dann vor? Wahrscheinlich schon, ne? Ich habe nur Angst, dass wenn ich das jetzt mache, dass die vielleicht doch noch stirbt oder so. Und wenn ich mich um die Gesundheit kümmere, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Delfin-Fehlgeburt wird. Von daher habe ich das Gefühl, wenn ich Shiras Gesundheit untersuche, ist das irgendwie besser, weil den Babys, Kälbchen, wird es ja nicht schlecht gehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es darauf hinausläuft. Oh Gott, das ist eine schwierige Entscheidung. Was soll ich tun? Untersuchen wir zuerst die Mutter. So, klicke auf die angegebene Stelle. Du hast etwas über Shira erfahren. Ja, was habe ich denn erfahren? Der Gewichtsverlust und die Appetitlosigkeit könnten Anzeichen für eine Infektion sein. Ich werde Shiras Blut daraufhin untersuchen. Okay. Ich hoffe, dass es nicht zum Nachteil der ungeborenen Kälbchen ist. Oh, noch eine Entscheidung. Bediene 10 begeisterte Wissenschaftler. Ja, wenn 10-mal die Troller kommt, die Affären. Wenn 10-mal die Troller kommt, die sich immer so freut. Ich werde nicht zulassen, dass du mich weiterhin ignorierst, Jeffrey. Deine Frau, ihr lebt schon jahrelang getrennt. Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Ha, deine Kinder, die sind fast so alt wie ich. Ich werde allen davon erzählen. Darauf kannst du wetten. Der Familie, deiner Frau, dem Vorstand, allen. Wie kannst du es wagen? Mutti hat eine Affäre. Amy, du bist früh dran. Ist alles in Ordnung? Alles? Das ist ein weiter Begriff, oder nicht? Weißt du was? Das geht mich ja auch nichts an. Es gibt einfach nichts dazu zu sagen. Alles ist in Ordnung. Genau. Genau. Oh Leute, ich sehe übrigens gerade, schaut mal hier, der Clownfisch und der Doktorfisch ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, Dori ist ein Doktorfisch. Und Clownfische, na Mensch. Also, 10 begeisterte Wissenschaftler, na dann. Das werde ich doch wohl hinbekommen. Was ist das hier? Infrarot? Wofür? Was kann ich tun? So, klicke auf die Nierensteine, um sie zu zertrümmern. Ja, gut. Also, ziemlich ähnlich zum Zähne sauber machen auf dem Ponyhof. Awesome. So, Lisa. Oh, da bekomme ich gleich bestimmt irgendwie die Möglichkeit zu entscheiden, ob ich in das Handy der Mutter gucke oder irgendwie sowas. Ah, da ist sie wieder. Die begeisterungsfähige... Was ist sie denn eigentlich? Aquariumsmitarbeiterin. So. Oh, sogar nochmal habe ich hier... Yay, 2 Doppelbegeisterte. Was kann ich dir bringen, Alte? Mundschutz oder... Blutinfusionsbeutelchen. Yay! Wir sind total begeistert. Awesome. So, das hier für dich. Und sie wirkt irgendwie so mega, mega schüchtern. Die Wangen so ein bisschen gerötet, aber auch eine Süße. So, machen wir hier auch eine Kombo. Was willst du haben? Einmal die Handschuhe. So, wir brauchen noch 3 begeisterte Wissenschaftler.
Und du wirst einer davon sein, mein Freund. Na komm, dann kassiere ich auch direkt. Da kommt der Nächste, der ist mal angestrengt überlegt. Ach, was nehme ich denn? Ach komm, ich entscheide mich für die Infusion. So, bitte sehr. Und du bekommst nochmal das Infrarot-Dings, um die Nierensteine zu zertrümmern. So, weg mit euch. Ach komm, dann kassieren wir. Wir haben ja eh schon die 3 Sterne. Diese Geräusche. So, und nochmal die Handschuhe. Yay, ich freue mich mal wieder. Ach, die Alte, die sollte in jedem Level dabei sein. Ich finde die großartig. So, Lisa, an die Arbeit. Und für dich nochmal Mundschutz. So, welche Entscheidung kommt jetzt? Wird sie unser Leben verändern? Wird sie das Leben von Shira verändern? Oder von Amy? Mutti in jungen Jahren. Was du da sagst, ist doch lächerlich. Wir können darüber reden. Nein, danke, Alice. Ich habe mir genug von deinen Lügen angehört. Und was willst du an Amy sagen, hm? Das überlasse ich nur allzu gerne dir. Darin liegt doch deine Stärke, dich aus Dingen herauszureden. Oh. Bleib, wo du bist. Ich gehe mal näher ran. Es ist immer so einfach für dich, nicht wahr? Oh. Ja, das ist es, Alice. Ja, das ist es. Wenigstens bemühe ich mich, ein guter Vater für Amy zu sein. Oh ja, der Beste. Mir reicht es jetzt und von dir habe ich auch die Nase voll, sagt sie. Das jetzt oder er. Wage es ja nicht, durch diese Tür zu gehen. Oh, und so ist der Papa abgehauen. Diese Unterhaltung ist noch nicht. Oh. Amy. Oh, weglaufen. Nein, wir sagen was. Mama? Amy, Liebes, geht es dir gut? Was für eine Frage. Es tut mir so leid, dass du das mit anhören musstest. Oh. Aber ganz ehrlich, da sagt der Vater gerade noch, ich bemühe mich ein guter Vater. Donatello? Donatello hat eine kleine Infektion. Ja, ich kümmere mich drum. Nee, ganz ehrlich, sagt der Vater gerade noch so, ja, hey, ach ja, Minispiele. Hey, ich will der beste Vater sein und so. Nach dem Motto, oder ich bin ein guter Vater. Und dann haut der einfach ab und kommt nie wieder. Das ist ja ganz großartig. Das sind ja die Besten. Also kann ich die Mutter dann schon verstehen, dass sie sauer ist. Aber, ja. Amy ist ja anscheinend der Meinung, dass die Mutter schuld daran ist, dass der Vater abgehauen ist. Gut, weil die sich da jetzt gestritten haben. Aber wer weiß, was da los war. Und jetzt hat Mutti also eine Affäre mit irgendjemandem, der anscheinend, ja, wer weiß, wo arbeitet, irgendwo, wo es auch einen Vorstand gibt. Keine Ahnung. Und der auch eine Frau hat. Und der auch Kinder hat. Und der anscheinend ja um einiges älter ist, oder? Wenn die Kinder dieses Mannes so alt sind wie sie, dann ist er ja wohl um einiges älter. Aber gut, Level 14. Reinige die Station in weniger als 10 Sekunden. Gut, das müsste Lisa doch ohne Probleme hinbekommen. Versprechungen. Schon irgendwelche Theorien? Die Testergebnisse zeigen keine Anzeichen für eine Infektion. Ihr Immunsystem ist auch intakt. Ich weiß also immer noch nicht, warum es ihr so schlecht geht. Wir brauchen mehr Untersuchungen. Schau, Amy, ich schulde dir eine Erklärung, wegen gestern. Wir sollten reden, nur wir beide. Das sollte kein Problem sein. Lisa ist in letzter Zeit kaum hier. Würde dir heute Abend passen? Mama, vielleicht sollten wir es nur auf die berufliche Ebene beschränken. Bitte, du kannst mich alles fragen, was du willst, und ich werde dir antworten. Versprochen? Das Geheimnis des Lebens? Das Geheimnis des Lebens und was es sonst noch so gibt. Okay, heute Abend dann also. Boah, wir sehen das nicht, Mann. Ich will wissen, was die Mutter da zu sagen hat. Was ist das denn hier? Die Wissenschaftler kommen mit besserer Laune rein. Ach, die sind doch so schon immer super drauf. Du wirst mehr Punkte verdienen. Minispiele lassen sich einfacher abschließen. Und geduldiger. Ja, komm, kaufen wir mal das hier. So, was haben wir jetzt? Wir haben da noch... Was soll das sein? Skalpell, denke ich mal, ne? Okay.
So, du bekommst erstmal die Blutinfusion. Und ja, Lisa ist weg, also muss ich ja aufräumen. Mensch, und ich sag gerade noch so, ach ja, für die Lisa ist das ja kein Problem. Na super, da muss ich das machen. Ich warte aber jetzt erstmal auf sie, meine Lieblingsfreundin hier. Awesome. So, aufräumen, Amy, das kannst du doch auch ganz toll. Und du bekommst Mundschutz und Handschuhe, bitte sehr. Hallo, Karl. Der treibt sich auch überall rum. Dann entfernen wir doch mal direkt die Nierensteine. Auch hier wieder die Frage, was ist da im Wasser los, dass alle Tiere hier Nierensteine haben? Kann auch nicht so gesund sein. Aber okay, vielleicht ist da auch das Futter. Huch, das Futter hier einfach komisch oder so. Na, was überlegst du? Was willst du haben? Skalpell und Mundschutz? Na, was möchtest du denn für die kleine Schildkröte? Für den lieben Donatello? Lass mich raten, es gibt noch drei andere. Und die heißen Raphael, Michelangelo und... lass mich mal überlegen. Wie heißen denn die Turtles? Ach, Leonardo, natürlich Leonardo. Donatello, Leonardo, Raphael und Michelangelo. Ich durfte früher nie Turtles gucken und trotzdem kenne ich sie. Ja, ja. Ach, ich durfte so vieles nicht gucken, habe ich aber, glaube ich, auch schon 100-mal erzählt. Aber naja, so, abkassieren. Ich sollte vielleicht mal hier die... Skalpelle wieder auffüllen. Also, falls ihr euch jetzt fragt, aufräumen, warum ich Turtles nicht gucken durfte. Ich durfte eigentlich nichts gucken, wo im weitesten Sinne gekämpft wurde. Also, Power Rangers nicht, Turtles nicht, Sailor Moon nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich Sailor Moon nicht gucken durfte. Ja. Wobei bei anderen sowas wie, hier, wie hieß das denn, Baloo? Baloo und seine Crew, wisst ihr? Vielleicht kennen das noch einige von euch. Da wurde ja auch mehr oder weniger gekämpft. Aber, also manchmal so, ne? Aber das durfte ich dann gucken. Nur sowas, wo Kämpfen im Vordergrund stand, das, da waren meine Eltern ganz dagegen. Na, interessiert auch keinen, ne? Egal. So, jetzt will ich wissen hier, Mutter, erzähl mal von deiner Affäre. Also, wie geht Jack denn damit um, dass du weg bist? Oh, du hast gesagt, dass ich hier die Fragen stelle. Warum ist deine Ehe mit Papa gescheitert? Männer sagen oft, dass sie die Karrierewünsche ihrer Frauen unterstützen. Und einige meinen das sogar auch. Aber es hört auf, wenn die Karriere der Frau die eigene in den Schatten stellt. Dann hat es also nichts mit der Affäre zu tun, als ob sie die schon so lange hat. Amy, es gibt so viele Dinge, die ich anders tun würde, wenn ich noch einmal die Chance dazu hätte. Aber sieh dich doch an, du hast Großartiges erreicht, indem du in meine Fußstapfen getreten bist. Papa hat Tiere auch immer geliebt, Mutter. Ach, den werden wir bestimmt hier noch irgendwo treffen. Ja, ach so, ja, schon. Ich will ja nur sagen, dass wir eine Familie sind. Sollten wir dann nicht einander vergeben und uns gegenseitig unterstützen? Kannst du mir etwas versprechen? Keine verheirateten Männer, unter gar keinen Umständen. Versprochen? Versprochen. Aber jetzt probier etwas von diesem Tofu. Du brauchst mehr Protein. Och, ich dachte, die essen mal richtig und so. Oh Mann. Aber das mit der Affäre? Hatte sie jetzt früher auch schon eine Affäre? Ich weiß ja nicht. So, oh Gott, bist du wütend. Doc, es tut mir so leid. Ach nee, Hund heißt, ja, du heißt ja gar nicht Doc. Es tut mir so leid, ich war schrecklich zu dir. So, sollen wir noch was spielen? Nee, du bekommst hier irgendwelche Medikamente mit der Pipette. Halte die Pipette. Ja, ich halte doch. So, zieh die Pipette zum Tier. Da, nimm. 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 Ach so. Okay, ich sollte dann auch loslassen. Also, können wir hier was Schönes kaufen? Was ist das denn? Eine Tapete. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Das kann ich nicht. Oh Gott. Na, das geht ja noch, aber... Ja... Am ehesten die blaue. Nein. Nein. Bitte, verschone mich. Ich nehme die blaue. Ja, sehr gerne. Und wie viel haben wir? Wir haben 26. Können wir das hier auch noch kaufen? Ach ja. Ja, ohne Sterne finde ich fast besser. Nicht schon wieder blau. Was ist damit? In welchen Farben? Nicht schon wieder blau. Ach komm, wir kaufen das hier mal ein bisschen lila. Und, warum ist denn da jetzt noch ein Ausrufezeichen dran? Ach so, weil ich die anderen noch kaufen kann. Aber ich kann doch hier auch noch die anderen kaufen. Egal, so Kratzbaum, weil wir auch einen Hund haben, ist ein Kratzbaum genau das, was wir brauchen.
Och, das ist ja schon fast süß. Ja, aber ist das für einen Hund? Ist für beides, ne? Ach, das hier auch. Das ist auch für Hund und Katze. Ich finde aber... Ja, nee, das Häuschen ist süß, aber ich glaube, das passt hier besser rein. Das finde ich ganz cool. Passt natürlich überhaupt nicht zum Rest hier. Ich kann mich nicht entscheiden. Leute, ich kaufe das hier. So, 7 haben wir noch. Das ist Level 15. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir können noch mal kurz bei den Trophäen reinschauen. Wer ist denn da jetzt alles? Ach, die nette Maria, genau. Und du bist das Kaninchen. Okay, und Ginger natürlich. Bestes Pferd der Welt. Gut, Leute. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ah, genau. Gut. Also, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.